Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Shisha Cloud hat wieder ein paar verrückte Experimente hochgeladen und wir wollen gerne wissen, kann man mit Honig im Kopf rauchen und kann man mit Bier in der Bowl rauchen? Zumindest glaube ich, dass wir das wissen wollen. Auf jeden Fall hat Shisha Cloud gemacht und wir gucken rein nach dem Intro. Neues Video. Willkommen in der Shisha Cloud Zentrale. Testen, 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 testen. Ihr kennt es in uns. Wir testen alles Mögliche, was uns die Kunden schreiben, was wir für dumme Ideen haben. Wir probieren einfach alles aus. Ich habe von dem Kunde gehört, es war erst vor ein paar Tagen, er macht immer so 2-3 Tropfen Honig in seinen Tabak oben rein oder in seinem Tabakersatz, je nachdem. Und es soll anscheinend richtig geil schmecken. Wir testen es mal aus. Ich habe hier wunderschönen Bio-Honig, flüssig, leicht dosierbar. Probieren wir mal aus. Machen wir mal hier ein paar Tröpfchen rein. Es gibt ja immer wieder diesen Mythos, dass verdampfender Zucker die Lunge irgendwie kristallisieren oder verkleben würde. I don't know, bin kein Arzt, bin kein Physiker, kann ich nichts zu sagen. Honig ist auf jeden Fall auch ab und zu in Molasse. Also vielleicht ist das gar nicht so übel, aber uneingezogen stelle ich es mir doch nicht so geil vor. Boah, das war viel Honig. Das ist immer so gut. Wir machen einen Schluck rein, wir machen ein bisschen rein, aber hups. So, weil im Prinzip, wenn ihr Tabak habt oder Steine oder Tabaksatz, da ist immer Honig drinnen. Also Honig, Glycerin verwendet man ja, um das Aroma herzustellen, um auch das Klebrige im Tabak. Also es macht auch diese Süße im Tabak. Es riecht auf jeden Fall ganz cool. Jetzt gucken wir mal, ob das schon reicht. Vielleicht war das auch schon zu viel oder zu wenig. Jetzt gucken wir mal einfach, wie das Ganze wird. Ja, er hat so einen schönen Oblako kleiner, da und der raucht mit Apo. Wir haben zuvor das Video gemacht mit Bier in der Bowl anstatt Wasser und Wein in der Bowl und so weiter mit Eis, allem drum und dran. Heute testen wir relativ viel. Die ganzen Videos werdet ihr finden auf YouTube unter Shisha Cloud oder Facebook, Instagram laden wir das Ganze auch hoch. So ein bisschen schief. Hoffen wir, so passt das. Als nächstes, was auch richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ihn schon beim Anrauchen mies wegklatschen wird, wenn er da Honig mit in den Kopf mischt. Cool, dort kommt ein Video, da machen wir Knoblauch rein. Das wird, glaube ich, widerlich. Knoblauch. Boah. Na jetzt, viel Spaß beim Anrauchen mit dem KS-Apo. Schmeckt normalerweise jetzt gerade so wie eine normale Pfeife. Sagt er nach 3 Zügen Anrauchen. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen, weil die Kohlen doch ein bisschen klein sind. Aber ich bin gespannt, ob man die extra Süße vom Honig schmeckt. Ich weiß es nicht. Leute, glaubt ihr, man schmeckt mehr Süße, wenn man Honig mit reinmischt? Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich schmecke das echt nichts. Wir machen, glaube ich, noch mal ein bisschen was dazu. Digga, rauch die doch erstmal an. Ob man dann wirklich diese Süße schmeckt. Digga, er nimmt 7 Züge, kommt gerade mal ein bisschen Rauch. Was? Am besten einfach erfahren wir mit Knoblauch. Ah, Digga, Krise. Uiuiuiuiuiui. Der Honig ist schon wirklich schön eingezogen. Sorry, Anna, das geht an meine Freundin. Der Honig war schon fast leer. Jetzt wird er ganz leer sein. Ja. So, das ist ordentlich was. Da muss da auch nicht mehr viel also verteilen. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Es riecht auf jeden Fall richtig. Es riecht gut. Klar, riecht nach Honig, ne? Und wir sind nach Tabak, natürlich. Jetzt muss das halt wahrscheinlich erstmal wieder anrauchen, ne? Oh ja. Also... Die Shisha Cloud Videos, die sind ja schon sehr nice, aber dieses Grundrauschen, Alter, bitte, ihr müsst mehr als genug Geld haben, wenn da ein R8 und ein RS3 oder sowas rumsteht. Mein Tipp an euch Jungs, holt euch bitte einen Rode Lavalier Mikrofon, einen Rode SmartLink und dann habt ihr ein kabelloses Mikrosystem, aber dieses Grundrauschen, das ist echt Krise, das ist wirklich Krise und das könnte man so schnell und so einfach wegkriegen. Einen ganz milden Geschmack hat man.
vom Honig? Ich versuche gerade nur die Worte zusammenzufassen, was ich jetzt... Digga, also ich verstehe auch, dass das in dem Lager von denen gedreht wird, aber ohne Scheiß, holt euch doch so ein Lavalier-Mikrofon. Ihr müsst euch nicht mal diese Wireless-Bridge holen, ihr könnt doch einfach ein Lavalier-Mikrofon mit einem 6-Meter-Kabel holen. Das wird ja wohl auch easy zu eurer Kamera reichen und das wäre 1000-mal geiler, dann hört man nicht diese ganzen Hintergrundgeräusche. Was ich gleich sagen würde... Aber man hat einen leicht milden Geschmack, also schön, das normalerweise, wenn man raucht, hat man so einen leicht drückenden Geschmack beim Shisha-Rauchen, den kennt ihr bestimmt. Digga, also wenn dein Kopf drückt, dann würde ich mal tippen, dass das am Kopfbau liegt, aber, ne? Und ich finde, das nimmt das gerade so ein bisschen weg, das macht es schön mild, das dämpft das Ganze, macht das Ganze ein bisschen weicher. Minimal süß. Ich schmeck's es an den Lippen nicht unbedingt. Obwohl. Also ich weiß ja nicht, wie viel da jetzt hier noch Einbildung ist oder so. Ich würde da wieder gerne einen Blindtest sehen, ob man Honig im Kopf wirklich schmeckt oder nicht. Na, ganz easy. Es kommt jetzt langsam. Es kommt der Tabak oder der Honig in Temperatur. Ich glaube, jetzt kandiert er ein bisschen. Doch. Jetzt wird's süß. Niklas Kuss, danke fürs Abo. Es riecht auch so ein bisschen nach gebrannte Mandeln. Ey, geil. Es riecht nach gebrannte Mandeln. Digga, was? Du hast so eine Honig drinne. Das macht es echt geschmeidig im Hals so ein bisschen. Ist richtig angenehm zu rauchen. Nicht kratzig, nicht rauchig, sondern weich. Sollen wir das nächste Mal Weichspüler reinmachen? Nein, Spaß. Oh, Digga. Gib Shisha-Cloud. Schmeckt gut. David, zieh mal. Schmeckt nicht schlimm, schmeckt weich. Angenehm zu rauchen, finde ich. Was sagst du? Kann man machen, muss man aber nicht, oder? Ja. Ob es wirklich milder ist, schwierig. Aber es schmeckt halt mild. Ja. Es ist wirklich ein bisschen gedämpfter. Rauchentwicklung ist auch da. Es kann sein, ich will es keine Behauptung dazu sagen, dass es mehr raucht dadurch, weil Glycerin, Honig, Molassen, das sorgt schon dafür, dass es eigentlich qualmt, wenn Tabak feucht ist. Theoretisch, also meine Theorie wäre, könnte ein bisschen mehr rauchen, aber wenn du Tabak hast, der schon das Maximum Molasse aufgenommen hat, dann wahrscheinlich nicht. Ich wüsste auch gerne mal, wie viel von dem Honig einfach direkt nach unten durchläuft und eh keine Wirkung hat. Aber da Honig ja oft ein Bestandteil von Molasse ist, würde ich sagen, wird wahrscheinlich funktionieren. Muss man es machen? Denke nicht, nee. Aber jetzt kommt immer mehr Honiggeschmack, finde ich. Ich verabschiede mich. Ich hab's getan. Also, Honig im Kopf funktioniert anscheinend, muss man es machen, glaube nicht. So, wir gucken uns als nächstes an, Bier in der Bowl. Sogar hier in Tracht am Start, schönes Bierchen ist da, Bowl ist ready, wir gucken mal rein, ob Bier in der Bowl was bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kohlensäure nervig ist beim Rauchen, aber ob du viel vom Bier schmeckst, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber wir schauen mal. Ja, willkommen auf dem Oktoberfest in München. Wir servieren heute eine wunderschöne Pfeife mit Goldochsen Original anstatt Wasser. Seid gespannt, Outfit passt, ich bin fesch. Jetzt muss nur noch die Pfeife schmecken. Richtig schön bayerisch nach Bier. Wir haben zwar ein Bier aus Baden-Württemberg, so gut einfach aus in Ulm, Tracht. Aber wir testen das Ganze jetzt mal. Gucken mal, wie das Ganze schmeckt. So, Anstich. Schenken wir. Kennt jemand Goldochsenbier? Ich habe es noch nie gehört. Ist irgendwie was Geiles? Ja, schön vorsichtig einschenken. Ich denke, ich werde wahrscheinlich noch ein wenig Wasser hinzufügen, weil sonst wird das Ganze extrem schäumen. Aber wir testen das Ganze mal. Alter, wenn ich nicht einschenken kann, dann weiß ich auch nicht. So, war gut. Dann nehmen wir mal noch die zweite Pulle. Sieht aber irgendwie falsch aus mit dem Schaum. Hackenschluck. Das ist doch eher so dein Getränk, oder? Im vorherigen Video haben wir Lambrusco Wein serviert.
müsst ihr euch auf jeden Fall auch reinziehen. Video findet ihr auf YouTube. Das war auch eine lustige Nummer. Oder Wodka. Es sieht so falsch aus. Es sieht so falsch aus, Bier in die Bowl zu kippen, ey. Eieiei. Shisha oder Chili. Wir hatten alles schon. Mal gucken, ob es vom Füllstand her passt. So. Schüttel das Ganze mal ein bisschen. Damit die Kohlensäure schon mal rausgeht, oder was? Fuck. Oh oh. Ja gut, wir schneiden jetzt ein bisschen, es dauert wahrscheinlich jetzt hier beim Bier, dass es ein bisschen der Schaum weggeht. Und wir kommen gleich wieder hinzu. Ich hole mir jetzt noch kurz gebrannte Mandeln auf dem Weg und dann rauchen wir hier gleich eine wunderschöne Pfeife. Was hat er denn alles mit seinen gebrannten Mandeln, ey? Haben die echt gebrannte Mandeln im Büro oder was? Dann will ich da bitte auch arbeiten. Willkommen zurück auf dem Oktoberfest. Wir servieren jetzt die Goldochsen. Man sieht auch, er hat noch ein bisschen Wasser mit in die Bowl. Ja? Also vorher hatten wir einen geringeren Füllstand und das Gelb war ein bisschen heftiger. Original-Shisha anstatt Wasser. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben es ein bisschen rumgetüftelt. Wir haben es ziemlich oft, die Bowl ist schon geschüttelt, weil wir den Schaum nicht rauskriegen. Haben zwar schon ein bisschen Wasser verdünnt. Weil also hat er es nochmal gesagt, sie haben es tatsächlich mit Wasser verdünnt, aber ich bin mal gespannt, wie sehr das jetzt schäumen wird, wenn er zieht. Wir gedacht haben, das funktioniert so wie in dem letzten Video, was wir auch schon gemacht haben mit Milch in der Bowl. Wenn wir Wasser dazugeben, dass es nicht so schäumt, hat es funktioniert. Hier offensichtlich nicht, es schäumt immer noch. Wir kriegen die wunderschöne Krone nicht weg, obwohl man sie ja eigentlich mag. Jetzt. Ich sag mal so, wenn das so bleiben würde, wäre es ja auch nicht weiter schlimm, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr schäumen, wenn er jetzt zieht. Kommt also ein bisschen Bier oder Schaum mit in den Schlauch, aber ich denke, das sollten wir trotzdem hinbekommen. Wir rauchen jetzt mal an und gucken uns das Ganze mal an, wie das schmeckt mit Bier. Jetzt bin ich echt gespannt. Ja, es schäumt schon krass. Hopfig? Guter Saft von der Hopfe. Ich überlege gerade, ob ich das so richtig, also man schmeckt auf jeden Fall Bier. Ich habe einen richtigen Biermund, das krass. Muss ich wirklich sagen. Ein Biermund. Weißt du, wie es schmeckt? Wie wenn du am Oktoberfest in so einer Gasse läufst, wo lauter Besoffene liegen und die schon achtmal kotzt haben. Wenn du das so durchläufst, so schmeckt es gerade ungefähr. Also es widert mich gerade schon ein bisschen an. Also Begeisterung sieht anders aus, sage ich mal. Das ist schon sehr bierig, muss ich sagen. Leute, es schmeckt nach Bier. Mit Bier in der Bowl. Es schmeckt vom eigentlichen Geschmack da oben so wie fast gar nichts mehr. Nach Alkoholleiche. Im minimalen Alkoholgehalt schmeckt man auch raus. Diese Schärfe, das merkt man wirklich. Das ist wie im Labor hier. Wir spalten die unterschiedlichen Inhaltsstoffe. Man sieht auch schon, er hält schon die ganze Zeit den Schlauch schön hoch, damit der Schaum höchstens in den Schlauch kommt, aber nicht weiter bis vorne ans Mundstück. Ich schmecke den Hopfen auf jeden Fall, die Gerste. Aber es raucht, gell? Ich weiß nicht, ob ich gerade dicht werde. Vielleicht kann es auch daran liegen, dass ich vorher schon eine halbe Flasche Lambrusco getrunken habe und in der Shisha geraucht. Da hat man wirklich einen Alkohol gespürt. Aber mir wird es auch tatsächlich schon ein bisschen warm. Ja, ich glaube, das fühlt sich eher wegen dem Alkohol aber in der Lunge so an. Aber ich glaube nicht, dass man betrunken wird. Vor allem nicht von Bier in der Bowl. Also wir haben ja auch schon Wodka in der Bowl ausprobiert. Schaut euch da gerne mal den Blindtest an. Ich habe meinen Freunden die Augen verbunden und habe denen zwei exakt gleiche Pfeifen gestellt. Einziger Unterschied, in der einen war Wasser in der Bowl, in der anderen war Wodka in der Bowl. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Na, da reden wir heute noch oft drüber. Schaut es euch mal an. Wenn da eine Alkoholleiche irgendwo vollgeschissen liegt, so schmeckt es. Aber es funktioniert. Also wenn ihr kein Wasser habt, aber nur ein Bier, ein warmes, das ihr eh nicht trinken wollt, dann schüttet es da rein. Es funktioniert. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie, wir rauchen heute Urin in der Bowl. Nein. Oh, Digga. Das machst du als nächstes, darf ich. Willst du mal probieren? Du magst schon Bier, oder? Ja. Ja. Du magst doch Bier, oder? Ja. Pure Begeisterung. Ja. Was sagst du? Ja. Bierig, gell? Ja. Gefällt dir? Also deutlich besser als der Wein. Deutlich besser, ja. Was hat man? 5,1% Gerstenmalz, Hopfen, Brauwasser, kühl und dunkel lagern.
Tettnanger Aroma-Hopfen und sorgfältig kultivierte Reinzuchthefe machen dieses Bier so unvergesslich mild. Geschmack und dem... Oh, mein Knopf. Schleichwerbung fürs Bier. Und Hose ging auf. Ja, die Hose hat auch mal besser passt, muss ich ehrlich sagen. Aber schmeckt bierig, hä? Ja, ist nicht schlecht. Nicht also. Schlecht, kann man machen. Ja, also ich hätte nichts anderes erwartet. Das funktioniert, es schmeckt gleich nach Bier. Surprise, man kann es machen. Alles gut. Leute, wenn euch das Reaction-Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.